Oh, jetzt kommt da noch ein Creeper. Oh, jetzt geht hier mal die Party ab. Jetzt geht hier aber die Party richtig ab. Ungeheuer guten Tag wünsche ich euch und willkommen zur nächsten Folge von Minecraft Aura. Und da gehen wir direkt auf den Server und dann schauen wir doch mal, ob heute Nacht oder Tag ist. Es ist Nacht. War klar. Das war wieder mal klar. Aber egal. Wir sind ja bald schon jetzt. Die Hühner sind alle groß geworden. Los, macht alle noch mehr Hühner. Die Massentierhaltung ist in vollem Gange, Leute. Perfekt. So, ich glaube, sie haben sich alle genug gepaart. Habt ihr euch alle gepaart? Gut, so. So, dann gehen wir jetzt mal ganz kurz hier in die etwas nettere Hühnerabteilung, ja. Ohne Massentierhaltung. Sammeln erstmal die ganzen Eier hier ein. Zack, 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 zack. Und dann paaren wir noch mehr Hühner. Zack, zack. Und dann holen wir uns noch ein paar Körner hier. Und paaren noch mehr Hühner. Pam, 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 pam. Oh! Nee, nee. Das Türchen bleibt hier nicht offen. So. Ja, dann packen wir die ganzen Eier hier rein. Die ganzen Kürbisse-Dinger. Und dann machen wir noch mal ein paar Kürbisse hier, fällen wir ab. Dann haben wir echt. Also, jetzt haben wir, glaube ich, echt. Gar keine Hungerprobleme mehr auf der ganzen Insel, weil jetzt haben wir echt genug Essen durch die Felder hinten, durch die Kürbisfarm. Also, ich glaube, wir haben jetzt echt mehr als genug von allem. Und das finde ich sehr gut. Das finde ich sehr, sehr gut. Und jetzt ist die Kürbisfarm schon mal. Hat schon mal ihren Sinn erfüllt. So. Und heute haben wir ja gesagt, wir wollen unser Haus weitermachen, beziehungsweise unsere PvP-Festung. Sobald das PvP-Event ansteht, müssen wir uns ja alle in unsere Festung begeben. Beziehungsweise müssen wir nicht, aber das wäre natürlich das Beste. So. Jo. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das ist doch mal eine schöne Kiste mit leckeren Sachen. Okay, also, wie sieht's aus? Ah, unser Baum ist gewachsen. Unser einsamer kleiner Baum ist gewachsen. Das finde ich sehr gut. Jetzt müssen wir aber noch uns mal eben um Fackeln kümmern. Oh, da unten sind viele Fackeln, das ist schon mal gut. Ich glaube, die Fackel hier ist überflüssig. Wobei, nee. Fackel ist nicht überflüssig. Wir brauchen jetzt mal. Ich glaube, die Fackel hier ist überflüssig. Da war nicht. Hier, die ist auch überflüssig. Okay, da wurde ein bisschen mit den Fackeln übertrieben. Weil wir brauchen jetzt ein paar Fackeln für unsere kleine, wunderschöne Baumfarm. Hier sind nochmal zwei Akaziensetzlinge, die nehmen wir mit. Dann nehmen wir uns noch ein bisschen. Ja, Truppenholz haben wir auch noch hier. Wir brauchen ein bisschen Erde. Wir haben jetzt ziemlich viel Erde verloren. Das ist echt ein Problem. Oh, wir haben 40 Erde. Sehr, sehr gut. Wir nehmen uns erstmal zwei Erde mit. Kuchen ist ja auch einiges. Yo. Ja, Erde haben wir jetzt. Doch noch einiges. Fackeln haben wir auch nochmal hier. 8. Sehr gut. 10 Fackeln. Dann brauche ich mir jetzt keine Craft mit Holzkohle. Und dann leuchten wir mal da hinten alles aus. Auch wenn das gar nicht nötig ist, weil ihr seht ja schon, es ist zwar komplett dunkel, aber es ist gar nicht nötig, hier was auszuleuchten, da das nämlich die Half-Steps sind, spawnen hier keine Mobs aus auf dem Baum. Auf dem Baum könnten Mobs spawnen. Aber dafür ist ja... Ja, auf dem Baum könnten Mobs spawnen. Der ist wenig so gut. So, egal. 1, 2, 3. 1, 2, 3 nur. 1, 2, 3. Hä? 1, 2, 3, 4? Ach so. Ah, und dann wird das direkt verbunden. 1, 2, 3, 4. Ah, okay. Der Baum ist sogar ziemlich groß geworden. Das finde ich sehr, sehr gut. Der ist schön gerade und schön groß. Krass. 1, 2, 3, 4. Und das wird dann irgendwie verbunden, oder was? Also so. Zack, 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 zack. Habe ich das so gemacht? Ja, so habe ich das gemacht. Wir wollen ja auch hier bei der Ordnung bleiben, ne? Hä? Hä? Ach so. Ja, man kann die Half-Steps nur aufeinander tun, wenn das die gleichen sind. Okay, gut, kein Problem. Machen wir so. Dann hier einen Erdblock hin. Und einen Akaziensetzling. Und dann machen wir es gleich nochmal auf der Seite. Und 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack, zack. Und dann hier wieder das. Und da brauchen wir noch eine kleine Slab hier. So. Dann hier wieder ein Erdblock drauf. Und da der Akaziensitzling. Sehr schön. So, da kommt eine Fackel hin. Zack. Da kommt eine Fackel hin. Ja.
Dann ist das hier auch okay. So, auf dem Baum drauf können Monster spawnen. Aber bis jetzt ist da noch kein Monster gespawnt, so wie es aussieht. Aber es können, glaube ich, auf dem Baum Monster spawnen, oder? Klärt mich mal auf, falls ich falsch liege. So. Dann gehen wir jetzt mal Knochenmehl farmen. Gehen nochmal ganz kurz hier rein. Oh, ich mag das. So. Ja, ich würde sagen. Dann gehen wir nochmal schnell. Gucken, ob hier gerade Skelette am Stissel sind. Ich pack mal hier kurz meine Sachen rein, die ich jetzt gerade nicht brauche. Zack, zack, die nehme ich mal mit. Zum falls ich schon irgendwas bauen muss. Und dann gehe ich mal. Oh, es wird hell. Bevor es hell wird, gehe ich jetzt ganz schnell zu den Skeletten da vorne. Was denn das für eine Monsterfarm? Okay, die kann man aber auch. Die kann man auch. Das ist ja. Oh, jetzt kommt von da oben noch eine Skelette. Ein Skelett. Spinne. Oh, jetzt kommt da noch ein Creeper. Oh, jetzt geht hier aber die Party ab. Jetzt geht hier aber die Party richtig ab. Leute, jetzt geht hier aber die Party richtig ab. Was ist denn das für eine Monsterfarm? Ich habe gedacht, da kann man so richtig Monsterfarm-mäßig abbauen. Alter, wer hat dieses Konstrukt der Hölle errichtet? Ich glaube, Manu. Manu, Manu, ist ja lebensgefährlich. Oh! Oh mein Gott! Oh, weg hier, weg hier, weg hier. Die dürfen nicht explodieren. Und. Oh nein. Die dürfen nicht explodieren, die scheiß Creeper. Nein! Nein! Oh nein, da sind aber richtig viele Creeper. Okay. Richtig krass, was hier alles gerade abgeht. Aber jetzt zum Glück genau perfekt zum Auftakt des Tages. Oh, da sind noch einige Viecher. Ich mach mal eine Tür zu. Oh nein. Alter, ihr scheiß Creeper. Bitte nicht explodieren. Ich will hier nicht von irgendjemandem das schöne Werk kaputt machen. Das ist ja schon mal ein. Oh mein Gott! Das ist ja schon mal ein guter Anfang, dass wir hier so eine Plattform haben, wo Monster spawnen. Man kann es natürlich noch ein bisschen verbessern, sage ich mal, ne? Also es ist ja jetzt nicht das Optimum hier. Aber wir haben auf jeden Fall viel von dem bekommen, was wir wollten, nämlich. Oh Gott. Knochenmehl. Oh mein Gott. Ihr Scheißviecher. Alter, das sind mir viel zu viele Creeper. Alter. Warum sind hier so viele Creeper? Okay, ich will das Skelett, aber das Skelett ist jetzt durch Sonnenstrahlen gestorben. Oh, da sind Knochen. Perfekt. So. Wäre es nicht viel besser, wenn man hier irgendwie sowas macht, wo man die nur die Füße von denen trifft oder sowas? Eigentlich ja, ne? Aber das mache ich jetzt nicht. Ich habe ja mein anderes Ziel erstmal. Nämlich da unten, beziehungsweise hier hinten meine Baumhäuser. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall einiges an Knochenmehl. Und wir haben jetzt auch einiges an Level. 17 Leveln. 17 Level. Dann nehmen wir unsere Sachen mal wieder mit. Und dann gehen wir mal wieder weiter auf unsere Tour. So. Okay. Also, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Letztes Mal hat es nicht geklappt, mit dem Knochenmehl die Bäume zu züchten. Vielleicht klappt es ja diesmal. Das wäre. Ja! Einer schon mal, aber der ist ein bisschen schief gewachsen, aber egal. 17 haben wir noch. Ja! Sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Aber der hinten ist echt größer, oder? Ja, der hinten ist, glaube ich, der größte von allen. Aber es ist schon mal okay, das ist schon mal okay. Denn jetzt machen wir Folgendes: jetzt kommt nochmal ein Akazien-Setzling, da wo die Werkbank vorher war. Und dann wird das verbunden mit Brücken und so weiter und so fort. Ich hätte noch gerne Dschungelbäume oder halt auch andere Bäume, aber das Problem ist, irgendwie sind alle anderen Bäume weg. Das macht mich ein bisschen traurig. Macht mich ein bisschen traurig, macht mich das. Okay. So. Schade, dass die ganzen anderen Bäume weg sind. Ich hoffe, dass bei einer Abstimmung irgendwann mal wieder Bäume dazukommen. Vielleicht, wenn ich ein PvP-Event gewinne, vielleicht auch durch die Zuschauer, je nachdem, wer es für richtig hält. So. Okay, jetzt habe ich hier keine Erde mehr. Oh, Simon, du bist vorbereitet wie der Beste. Ah, du bist der Beste. Hier, du bist der Beste. Hier. Warum bin ich so ein Schussel, ey? Erde, Erde, Erde. Ich brauche ganz viel Erde. Ich nehme mal drei Erde direkt mit, ja? Und ich nehme mal einen Bogen mit. Und Pfeile. Falls uns jetzt auf der. Habe ich den Bogen mitgenommen? Ne, ich glaube nicht. Falls uns jetzt auf dieser Reise noch jemand entgegentritt. Das Problem ist echt, da wo ich jetzt gerade noch diesen kleinen Gang dahin habe, ist echt super gefährlich, denn hier kann mich einfach jemand runterschießen. Zack, bin ich tot und alles verloren. Das wäre nicht so gut.
Deswegen hoffe ich einfach mal, dass ich da nicht so dumm bin und runterfalle. Und ich hoffe, dass ich es noch rechtzeitig alles absichere hier. So, ein Akazien-Sitzling in die Mitte. Und du bist der Mama-Baum. Hallöchen. So, du bist aber auch ein bisschen kleiner als der hintere. Der hintere ist echt größer als alle anderen. Aber egal. So. Jetzt machen wir Folgendes, damit es auch schöner ist. Ne? Wir wollen ja auch was Schönes. Und momentan sieht das mit der Erde, die da so aus dem Boden rausguckt, nicht so schön aus. Deswegen machen wir jetzt Folgendes. Wir holen uns jetzt einen von diesen Bäumen hier. Holen wir uns jetzt hier ab. Ja. So. Oh Gott. Immer diese krumm gewachsenen Bäume. So, jetzt fällt nämlich die Dingens ab hier. Jetzt fallen nämlich die ganzen Blätter hier ab. Jetzt können wir einen neuen Baum hinpflanzen auch wieder natürlich. Aber was ich jetzt vorhab, ist, was vielleicht manche jetzt schon sich gedacht haben, diese Erdblöcke da, die einfach nur wirklich ugly aussehen, möchte ich gerne austauschen durch, ich brauchte die Erde ja nur zum Wachsen, durch diesen Holzding, damit es aussieht wie ein längerer Baum hier. Zack. Und zack. Und jetzt fragen alle, warum benutzt du keine Schaufel? Warum benutzt du keine Schaufel? Weil ich keine Schaufel habe. Ich habe keine Schaufel. So. Fackeln. So, jetzt machen wir an jedem Baum Fackeln dran. Ja. Weil jetzt ist nämlich das Problem, jetzt können Monster spawnen. Und da oben werde ich mir jetzt meine Baumfestung, ja. Da oben werde ich mir jetzt meine Baumfestung anbauen. Die Bäume dafür sind jetzt gepflanzt. Der Grundstein ist sozusagen gelegt. So, die Holzkiste, ist da Holz drin? Da ist nicht. Oh, da ist Leitern, genau, das ist, was ich wollte, Leitern. Was ich eigentlich auch möchte, ist ein Wassereimer, um hier ein bisschen. Weil ich brauche eine unendliche Wasserquelle unbedingt. Deswegen nehme ich jetzt auch mal ganz kurz Wassereimer mit. So. Was ist das Leben ohne eine unendliche Wasserquelle, ne? Das sage ich immer. Und es ist halt auch. Ist halt auch einfach so, ne? Ohne eine unendliche Wasserquelle hast du dein Leben halt verloren. So. Jetzt habe ich gleich kein Essen mehr, das ist natürlich auch nicht so gut. Aber ist nicht so schlimm. So, wo kommt die unendliche Wasserquelle hin? Ich glaube, ich mache es jetzt ganz stilecht. Ich werde. Ach so, ja. Na, nee, das sieht. Nee, das ist nicht gut. Das ist nicht so gut. Ah, ich glaube. Ich packe die einfach. Oh Mann. Das wird alles meine Geometrie zerstören. Ich glaube, ich packe meine unendliche Wasserquelle nach oben, auf den Baum rauf. So. Du kommst da hin. Und so. Ja, das gefällt mir schon ganz gut. Jetzt hier. Nee. Ich möchte so treppenmäßig, weißt du? Ja, so. So, ja. Und dann hier möchte ich jetzt noch eine, so einen Schritt weiter zur Seite. Ich glaube, ja. So. Dann mache ich jetzt hier noch so einen Baumstamm dran. Nee, aber nicht so krumm und schief. Der Baumstamm muss da schön dran. So. So, jetzt geht man hier hoch. Geht hier rum. Dann macht man hier. Hier geht man die Leitern jetzt hoch. Kann man Leitern an Gras setzen? Die kann man nicht, aber da kann man die Leitern dran setzen. Perfekt. So. Perfekt. Und jetzt sind wir oben. Ja. Und jetzt brauchen wir irgendwann mal eine Schere. Das heißt, wir brauchen noch einen einzigen Eisenbarren. Dann können wir natürlich oben noch ein bisschen so ein Blättergerüst bauen und so. Aber es sieht schon mal echt, also super. Es sieht schon mal gut aus, Leute. Es sieht schon mal gut aus. Wir verbinden das Ganze jetzt hier noch mit diesen Holzstämmen. Ja. Es wirkt ein bisschen stilechter, finde ich. Ja, hier wird es schwer. Aber hier ist es auf jeden Fall auch möglich. So. Ja, wie mache ich das denn hier? Okay. Ich glaube, hier packe ich schon mal eine Werkbank hin. Und dann mache ich eine Treppe hier draus. Ja. Und dann geht man hier so hoch. Sehr gut. Und hier irgendwo muss man eine unendliche Wasserquelle hin. Ich glaube, ich packe die unendliche Wasserquelle auf den rechten Baum hier.
Ich habe noch, ja, ich habe noch ein paar Sekunden Zeit, die mache ich noch schnell. Nee. Ah, es gefällt mir alles noch nicht so gut hier. Ah, nee. Nee, ich packe die unendliche Wasserquelle in der nächsten Folge auf den Baum. Ihr könnt, Leute, ihr könnt entscheiden, wie wir weitermachen. Ihr könnt mir Vorschläge in die Kommentare schreiben. Wir haben unser Baumhaus jetzt schon mal hier unsere ersten Baumhaus-Dinge eingerichtet. Ich würde sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst eine Wertung da. Ich baue nächste Folge weiter fleißig an unserer Baumfestung. Und dann sind wir endlich wieder im Öko-Modus. Haut rein und ciao. Bis morgen bei Aura oder heute Abend bei Ungeschlagen oder bei Ungefilmt heute Nacht. Ciao.